Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Planet Nomads. Ja, wir sind jetzt dabei und bauen unser Hoover-Kraftfahrzeug. Oder wie man auch immer das nennen mag. Hoover-Auto, Flieger, Amphibienfahrzeug, keine Ahnung, was es im Endeffekt ist. Ich hoffe, es fliegt dann hinterher auch so. Naja, es hovert eben so knapp über den Boden. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, genau, wir brauchen die hier. Davon brauchen wir mit Sicherheit auch reichlich. So. Ah ja, wir brauchen immer zwei versteckte Rahmen. Okay. Dann bauen wir mal direkt noch welche. Die nehmen wir mal sicherheitshalber direkt mit. Ich weiß nicht, wie wir da dann im Endeffekt stehen. So, das ist für die hinteren. Die vorderen stehen wir dicht genug dran. Aber wir müssen erstmal noch so ein bisschen. Ach nee, wir müssen ja hier. Warte mal. Können hier. Dann direkt erstmal die Container drunter packen. Das ist im Augenblick die 8. 1, 2, 3. So, da haben wir nicht so viele von. Wie bei dem Auto, weil wir müssen ja zusehen, dass wir so ein bisschen Gewicht sparen. Das ist ja nur, um schnell mal irgendwo hinzukommen. Beziehungsweise wir wollen es ja dann benutzen, im Endeffekt, um, ja, wie soll ich sagen, das andere Auto dann mal wieder aus dem Dreck zu ziehen. So, da kommt noch mal ein Streifen hinten dran. Und dann kommt die 1. Einmal. Und von hier aus sind wir im Bereich von unserem System. So, Generator. Ach ja. Wir brauchen auf jeden Fall noch die 9. Das Ding setzen wir vorne dran. Zusammengesetzte. Elektronische Zusammengesetzte. So, damit wir besser sehen, was wir machen.
Ich das richtig sehe, ist unser Eisen schon wieder alle. Ach nee. Das finde ich jetzt nicht so schön. Was brauchen wir denn jetzt alles? Elektronische 4, zusammengesetzte 4, 3. Elektronische. So, gut. Soll erstmal reichen. Zusammengesetzt. 2, 4, 6, 8. Okay. So, 4 von diesen Dingsbums, sage ich jetzt mal einfach. Rohren, genau. So, und wo finde ich jetzt das Ding hier? Diesen Itemspender macht ja durchaus Sinn, wenn wir dann hinterher irgendwo was bauen müssen. Da ist er. Gut. Das heißt einmal die 0.
So, die 9. Mechanische Teile fehlen. Für die fehlen auch zusammengesetzte 6 Stück. 8 Stück. Ups. Das war ein bisschen weit. Also 8 zusammengesetzte brauchen wir. Und die mechanischen Teile, die wir hergestellt haben, haben wir gar nicht. Aber egal. Zusammengesetzte. 8 Stück. Wir haben 14. Habe ich da was falsch gesehen? Müssen das die MK2 sein? Die mechanischen Teile, die nehmen wir mit. Sonst wird das da hinten zu fummelig. Ach, siehst du, das eine wollte ich sowieso als T-Stück machen und dann einen Spender draufsetzen. Wie das mit denen funktioniert, habe ich auch noch nicht begriffen. Ich meine, die sahen auch anders aus. Ja, die sahen auch so aus. Dann brauchen wir davon 8 Stück. Was natürlich ewig dauert. Okay, ist aber kein Problem. Dann gehen wir erstmal und bauen das auf der Seite hier. Das weg, da kommt ein T-Stück ran. Nein, war nicht gut. Das weg. Und da kommt das T-Stück hin. So. Dann den Winkel, das ist der. So, gut. Und dann brauchen wir den Itemspender. Und der kommt da oben drauf. Okay. Da kommt er drauf, genau. Viertelstunde ist um. Das speichert einer.
Tja, ich bin ja mal gespannt, wie diese, ja, ich nenne es mal Triebwerke, wie die funktionieren. Was ich mir in diesem Spiel auch sehr gut vorstellen könnte, ist die Möglichkeit, ein Fahrzeug mit der Basis zu verbinden. Also wie es zum Beispiel in Space Engineer ist, da gibt es diese sogenannten Verbinder. Ja, da kann man ja auch dieses Rohrsystem bauen und ja, man kann einen Verbinder hinten ran, dann wird es gekoppelt und fertig. Und schon funktioniert das. So, jetzt fehlen uns mechanische Teile. Ebenfalls noch mal 8 Stück. Weil die haben wir jetzt fürs Rohrsystem verbraucht. Die brechen wir mal ab. Nicht, dass er jetzt, weil er dann nur eins hat, damit anfängt. Ja, 8 Stück. Da brauchen wir viel Eisen für. Es ist Tag, wir sind ziemlich fit. Wir haben genug zu essen und zu trinken dabei.
Boah, ist das blöd, wenn die wegrollen. Ja, nun kannst du dich mal entscheiden, von wo du kommst. Okay, also Lithium wäre jetzt nicht so wichtig gewesen. Aber das mit der Waffe funktioniert. Jetzt aber schnell zurück in die Basis. Wir haben jetzt ein bisschen Eisen. Ja, ist ja gut. Wir haben ein bisschen Eisen und ja, wir können jetzt da im Grunde unser kleines Flugobjekt, er ist ja noch nicht mal Flugobjekt, ist ja nur Schweben. Halt, erstmal müssen wir hier rein und müssen mal unser gesamtes Zeug, was wir jetzt hier haben.
Ist verbunden. Na, ich habe gerade nur geguckt, ob der verbunden ist, weil das sah für mich so aus, als wenn da keine Verbindung existiert. Aber sie scheint zu existieren. Okay, jetzt brauchen wir ein paar Platten. 6 Stück, wenn mich nicht alles täuscht. Von diesen Platten haben wir aber eigentlich genug im Inventar. Brechen wir mal ab hier. Kann natürlich sein, dass er die MK2 meint, die er da haben will. Ja, sind MK2. Also 6 MK2-Platten. Herstellen. So, und in der Zwischenzeit schlafen wir eine Runde. In der Hoffnung, dass im Anschluss das fertig ist. So, aber ich habe es nicht gemerkt, aber die Folge ist schon längst wieder vorbei. Schön, dass ihr da wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.